Hallo ihr Chaoten da draußen und willkommen zurück zu Orcs Must Die 2. Ich habe mir jetzt entschlossen, dann machen wir direkt erstmal fortfahren. Und jetzt wird dieses... Oh, jetzt... Nein, nicht da. Jetzt sehe ich große Täler. Oh, nö. Das wird immer schwerer. Ja. Was sind das? Was? Das sind hier so eine Barrikaden. Ach so, komm, zur Mauer, damit sie außen rumlaufen, oder genau. Was? Genau. So, ich muss aber raus, weil das brauche ich nicht. Die Sprungfallen, die bringen hier sehr wenig. Dafür hole ich, glaube ich, lieber die Zwergwächter mit rein. Was ist denn das für ein Ding? So ein großer... Ach, ich habe so einen großen Mann. Keine Ahnung. Pack's da mal den rein. Auch mal. Ja, ja. Ja, das ist der Zwergwächter. Soll ich den nehmen? Ja, mach das mal. Okay. Dann nehme ich noch das, das ist notwendig. Das da, das da. Ja, und das da. What the fuck, was machst du da? Jetzt habe ich keine Mana mehr. Oh Mann. Naja, nee, wir müssen halt einmal was reinklatschen. Diese Dinger. Diese Kobold, diese Hodenkobolde. Welche Seite kommen die? Das ist die Frage. Ich fange jetzt erstmal auf einer Seite an. Ich hab ein bisschen geteilt, keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall hier so Kreis... Alter, wie groß ist die Map? Ah. Also kommen verdammt viele wahrscheinlich. Werden sie auch. So, ich habe damals Ring gesetzt. Die Seite wird jetzt erstmal noch wahrscheinlich nicht so befallen werden. Vermute ich jetzt einfach mal. Und wenn man mal auf hier mir auch eins... So. Wir gucken jetzt erstmal, was passiert, und wir starten einfach. Hast mal. Du diese Bombe da oben gebaut oder war das schon? Die ist da so. Die nur im größten Notfall einfach zünden, einfach drauf schießen. Yeah. Ach so, okay, muss gar nicht. Okay, let's du go. Kannst auch auf die brennenden Loren da oben schießen, wenn sie durchfahren, und werfen sie so Lava oder was auch immer da weg. Oh, da kommen die schon. Oh, jetzt hast du auch das Ding genommen. Das haben wir schon die ganze Zeit, oder? Guck und warte, jetzt kommen sie, zack. Und alle, die da durchlaufen, brennen dann. Nice. Sache, der schießt erstmal auf mich. Hui. Da brennen sie. Du hast raufgeschossen! Wo denn? Du hast da oben aus Versehen draufgeschossen. Die Bombe ist runtergekommen. Ziel und unten, also. Du hast die auch. Aber die Waffe spinnt manchmal. Siehst du, die verzielt ja Recoil halt. Ja, und dann hat sie das Ding getroffen. Ja, scheiße. Schade. Egal. Haben wir es jetzt eben verkackt. Schnell platzieren. Ich werde jetzt hier vorm Ende. Du machst verteidigst allgemein. Und ich werde jetzt. Da so eine Scheiße. Pass auf, die können sehr aggressiv sein. Oh, Kacke. Ja, merke ich. Oh, fuck, unser Schild ist kaputt. Jetzt laufen sie in die andere Richtung, diese Säcke. Zum Glück habe ich da schon ein bisschen vorbereitet. Ah, die auch schon welche hingeklatscht. Und die Mitte habe ich auch ein bisschen bearbeitet. Die ist der letzte, oder? Nice. So, was machen wir jetzt? Mache ich immer so. Ich hatte jetzt so eine Typen hingesetzt, mal hinten. Wenn da wirklich welche durchkommen, dann greifen sie auch hier schön mal ein bisschen an. Du sicherst hinten und ich sicher hier vorne, und ich sicher
Du sicherst vorne, meine ich, und ich sicher hinten. Also ich mach meine Waffe, meine Fallen mache ich immer alle hinten und du vorne, damit mir wirklich nichts durchkommt. Am wichtigsten ist, wenn du diese schnellen Viecher als allererstes killst, die auch explodieren können. Da kommt einmal dieser Warngeräusch, so richtig hässlich so. Weiß aber schon, welches ich meine. Und wenn es ist nicht so schlimm, wenn sie ein bisschen weiter nach hinten kommen, meine Viecher greifen die, glaube ich, dann mit an am Ende. Stehen. Ja, meiner fängt an zu werfen. Sau geil. Stirb. Stirb. Aua. Stirb. Meiner hilft mit. Guck, wie der hilft, der schlägt dazu. Mein Bart juckt. Stell mal hier so ein Gollum hin oder was auch immer das ist. So, ich habe jetzt erstmal auf jeden Fall welche hingesetzt. Damit die Barrikaden auch nicht direkt angegriffen werden, mache ich auch noch überall auch noch welche Teile so hin. So. Und so. Und die Mitte wird eigentlich am wenigsten angegriffen, zum Glück. Bin bereit. So, ich habe alles, was ich ausgegeben konnte, gemacht. Vorsicht, die ersten Dinger, die muss er machen, also die zerstören die Barrikaden. Ja, ist. Meine Waffe ist aber nicht so präzise, das ist scheiße. Komm durch Mitte. Brennt. Okay, wenn wir uns in der Mitte aufhalten, dann werden sie, glaube ich, auch irgendwie. Wie sie einfach alle verbrennen. Zack. Boah, zum Glück. Boah. Das ist immer härter, Mann. Das ist erstmal die fünfte Runde. Vierte war das, ne? Glaub ich. Ja. Ne, die fünfte war das sogar. Oder? Ne, jetzt keine kommt Ahnung. Die fünfte. Was? Hier ist mein Schwert K.O. gegangen. Das verstehe ich nicht. Das kann doch gar nicht sein. Aber auch schon 2 gelegt. Ach so. Das erklärt, warum einer K.O. ist. Bei mir können es auch gar nicht sein. Boots. Wir müssen sie richtig kaputt machen. What? Ist er durchgekommen? Nein. Ist noch keiner durch. Die konzentrieren sich alle auf meinen Gollum oder was auch immer. Ah, die sind schon bei dir, Alter. Die sind nur noch bei mir. Ne, ich meine im Sinne von. Ja. Bei mir waren irgendwie alle irgendwie, oder die meisten jedenfalls. Ja. Wir müssen mal in der Mitte auch mal was machen, ey. Ja.
So, die eine Seite müsste jetzt. Was bringt ein Totenkopf? Da kriegt man einen extra Totenkopf, wenn wir hier das durch haben. Ach so, okay. Hast du das runtergeballert? Ja. Okay. Bitte, oder? Hm? Bitte. Ja. Lass sie kommen, lass sie kommen. Kümmer dich auf diese einfach um die eine Seite. Du stirbst denn nicht, Alter. Aus denen mache ich Frikasse. Auch in der Mitte noch so ein Kobolden Shit. Ja, das hat keinen Sinn, wenn du so direkt hier hin klatscht. Ihr müsst so weit weg. Nein, nein, nicht. Ja, hier so. So. Mal gucken, wo packen wir denn noch welche hin? Hier sah schon ziemlich knapp aus, deswegen mache ich hier nochmal eine Reihe durch. Noch eine Reihe durch. So, bin bereit. Ich auch. Was ist da? Oh scheiße, diese Uhrensöhne. Komm durch Mitte wieder, oder? Ja, gerade schon. Ich freue mich schon morgen auf die Wohnungsbesichtigung, ey. Aber sowas von. Wieso freust du dich darauf? Es ist eine Wohnung, oh. Oh. Naja, neue Leitung. Dann sag, du freust dich aufs Internet und nicht auf die Wohnung. Ja, auch auf die Wohnung, weil hier, ich wohne in zwei Stöcken und da habe ich ein schlechtes WLAN-Empfang für mein Handy, deswegen. Na, das kenne ich. So, mir werden sie gut aufgehalten. Jetzt komme ich da wieder in Mitte. So. Schau mal links. Wow. Ah, stirbt. Soll ich dir vielleicht helfen? Nö. So, jetzt sind wir direkt wieder rein. Hauen wir es direkt weiter, geht gleich. Ich mag das hier. An die Arbeit. Letzte Welle, was? Oh, das war Fehlgebot. Das kann ich jetzt nicht. Egal. Mach ich halt, ja. So, die sind weg. So, jetzt kommen hier wieder ganz viele. Zum Glück werden die meisten noch wieder weggeschossen schon. Das sind die ganz schnellen Ratten, ne? Ich wollte nur sagen. Die sterben, die kommen nicht weit. Aber bei dir, aber dann auf dein. Oh, das ist so eine. Auf deiner. Verdammt. So. Man schafft es eigentlich gar nicht ohne. Also, man schafft es nicht. Das ist nur diese Dinger hier. Ne? Also, das ist nur. Ah, stirb doch! Headshot. Oh oh, die Mitte, oh oh. Ah, ist egal.
Tag bedeutet mal ein paar. Juhu! Geschafft! Easy! Oh, 4. Oh, war jetzt wieder besser, weil wir auch nicht runterfallen konnten. Ja, ja, das war ein bisschen, ne? Das hätte schon schief gehen können, aber die sind zum Glück auch nicht weit gekommen. Auch wenn es immer knapp war, eigentlich. Naja. Naja, also, ja, das war's mit der Folge und ich hoffe, euch hat's gefallen und hinterlasst ein Like da und ein Feedback, falls es euch gefallen hat. Mich würde gerne interessieren, was euch an dem Part gefallen hat und ja, wir sehen uns bis zu unserem nächsten Video, schätze ich. No. Oder? Ja. Also, ja. Ciao. Jo, ciao. Ja.